Servus, grüezi und hallo und recht herzlich willkommen wieder hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge, und zwar der 15. hier bei uns im Projekt Neubartelshagen Reloaded. So, ich bin hier mit dem Deutz unterwegs und ich zeige euch gleich mal, was ich hier die letzte Folge gemacht habe. So, ich habe hier uns schon mal einen Bienenstock nämlich platziert. Direkt hier neben diesem Feld, weil auf diesem Feld haben wir ja Raps angesät und Raps bringt ja einen etwas höheren Ertrag, wenn man eben einen Bienenstock in der Nähe hat, sobald er anfängt zu blühen. Und der kleine schöne Nebeneffekt ist ja, dass wir dann auch Honig bekommen. So, und ihr könnt es vielleicht da hinten sehen, ich weiß es nicht. Geh mir einfach mal kurz nach oben. So, und weil ich habe nämlich auch gleich noch einen zweiten Bienenstock, da drüben ist der, habe ich ebenfalls noch platziert, damit wir auch hier auf diesem Feld Bienen haben, die hoffentlich dann, je nachdem, was wir hier dann für Material unterbringen, uns einen entsprechenden Ertrag bringen. Okay, so, das wäre das eine, was ich in der Zwischenzeit getan habe. Ihr seht es schon am Wetter. Wir sind im neuen Jahr angekommen. Wir sind im Januar und im Moment schneit es. Der Januar bedeutet für uns Verkaufsmonat. Wir werden Mehl wegbringen und wir werden Milch. Milch ist der Januar ein sehr guter Monat. Und in der Zwischenzeit habe ich noch etwas getan. Das werde ich euch jetzt auch zeigen. So. Und hier fahren wir an unserem Fendt vorbei. Da habe ich bereits schon einen Anhänger besorgt, unschwer zu erkennen. Für welches Produkt? 15.000 Liter, das ist der kleine Anhänger, der sollte auch erstmal am Anfang, denke ich, reichen. So, in der Zwischenzeit habe ich nämlich, wie man hier erkennen kann, diese Seite von unserem Hof schon mal wieder etwas ausgebaut. Und zwar habe ich mich entschieden für Gewächshäuser, aber nicht irgendwelche Gewächshäuser, sondern die Freiluftgärten von Oma Tanner. Weil die sind nämlich was Besonderes. Ihr seht das hier, denn hier wächst zum Beispiel auch Sonnenblumen. Und hier drüben haben wir Kartoffeln. Ups. So, Motor machen wir aus. Diesel ist teuer. Okay, also neben den Standardprodukten Salat, Tomaten und Erdbeeren können wir hier eben mit diesen Gewächshäusern oder diesen Freiluftgärten, so, schauen wir mal, nämlich eben auch Sonnenblumen und Tomaten. Und die Möglichkeit ist eben auch, den Ertrag zu steigern, indem wir entweder mit Saatgut und Mineraldünger oder mit Saatgut und Mist noch zusätzlich düngen. Dann seht ihr es, dann bekommt man also deutlich mehr. Nämlich hier zum Beispiel mit Saatgut und Mist bekommt man dann 64 Einheiten Sonnenblumen. Während nur mit Wasser ist es im Prinzip das Verhältnis 1:1. Und hier unten haben wir ja dann 24 plus 5 Mist und einmal Saatgut, dann kommen wir dann auf 64. Also wir können den Ertrag deutlich steigern, was die Sonnenblumen oder die anderen Produkte angeht. So, also einmal habe ich hier die Sonnenblumen am Laufen, dann habe ich hier die Kartoffeln am Start und da drüben lasse ich einfach mal Salat. Und den werden wir auch direkt verkaufen, während die anderen zwei Produkte, die werden wir behalten. Hier drüben sieht man auch schon die Kartoffelpaletten, weil wir beides auch für unsere Schweine gebrauchen können. Dann brauchen wir nämlich keine Sonnenblumen jetzt aufs große Feld bringen, sondern dann können wir später in diesem Jahr, im April, können wir dann auf dem großen Feld hinten Mais ansehen. Und Mais ist ja der Hauptbestandteil des Futters für unsere Schweine. Und das Schöne ist eben, dass wir die Sonnenblumen dann auch in unsere Mühle hier reinkippen können und bekommen dann Sonnenblumenöl. So, ich denke, das ist eine relativ gute Idee. Das sollte so gut passen. Dann können wir hier aus den Sonnenblumen und aus den Produkten hier auf jeden Fall doch einiges an Gewinn erzielen. Okay, wir werden, also ich gehe jetzt erstmal hier, beziehungsweise wir gehen nochmal ganz kurz nach oben, weil ich zeige euch noch ein bisschen den Rest, den ich gebaut habe. Also hier jetzt, wie gesagt, habe ich dann praktisch den Hof jetzt zum Abschluss gebracht, habe den Zaun hierzu fertig gemacht, habe noch ein paar Bäume gepflanzt. Ich bin da mal gespannt, wie das dann im Frühling aussieht, wenn es dann Blätter an den Bäumen hat. Auch hier habe ich noch ein kleines Tor und hier lassen wir einfach mal offen. Dann würde ich nämlich auch sagen, dann haben wir so gut wie, so ist es vielleicht besser,
Ja, dann haben wir, denke ich, zu 98, 99% unseren Hof jetzt erstmal fertig. Wir haben ja da noch genügend andere Flächen, Erweiterungsflächen, die Rasenflächen hier. Und dazu will ich auch noch ganz kurz was sagen, denn in der letzten Folge habe ich es ja kurz erwähnt, als es hat sich herausgestellt und es war ja auch fast zu erwarten, Striegeln wird also nichts bringen hier auf dem Feld, auf dem Grasfeld. Aber wir werden nach dem nächsten Schnitt erstmal probieren zu walzen und mal schauen, wie es dann verhält und natürlich dann zu düngen. Okay, soweit so gut. Dann werden wir jetzt mal anfangen. Zum einen möchte ich mal schauen, ob das funktioniert. Ich bin mal gespannt, ob wir, weil wir haben ja, glaube ich, über 30.000 Liter, 33.000. Und das würde ich gerne mit dem Helfer abtransportieren lassen. Und da schauen wir mal, wo wir denn jetzt für Milch den besten Preis erzielen. 1354, Bauernmarkt oder Johnson's Farmers Market. So, da muss ich mal gucken. Wo ist denn der Bauernmarkt? Beziehungsweise, so, das hier dürfte Johnson's Farmers Market sein. Und der Bauernmarkt, Steinbrecher, das ist die Mühle. Ich vermute mal, dass der Bauernmarkt, was ist das? Sägewerk, Zuckerfabrik, da haben wir den Bauernmarkt. Ja, okay, das schenkt sich wenig. Bringen wir es zu Johnson. Okay, dann schauen wir mal, dass wir mit dem Helfer, das heißt Job erstellen, und zwar laden und liefern. Und zwar die Ladestation ist unser Kuhstall. Kuhstall mit Fütterungsroboter, natürlich Milch, und bringen werden wir das Ganze zu Johnson's Farmer Market. Okay, und dann werden wir das Ganze wiederholen und den Job starten und mal schauen, was er macht. Also er fährt auf jeden Fall schon mal zur Ladestation. Spannend wird es eben, ob er dann auch ordentlich hier aus unserem Hof rauskommt oder ob wir wieder ein Problem mit unserer mit unseren Toren haben. So, 15.000 Liter sind drin. Und fährt er? Oder denkt er noch nach? Sieht irgendwie nicht so aus. Naja gut, dann helfen wir mal kurz nach. Und schauen mal, ob er es dann findet, ob er dann den Weg findet, wenn wir ihn zumindest mal aus dem Hof bringen. Ja, ihr seht es ja am Konto, 344.000 haben wir im Moment. Ein bisschen habe ich auch in der Zwischenzeit schon mal verkauft an Mehl. Allerdings 344, wir brauchen ja auf jeden Fall noch einen großen Drescher, wir brauchen Schneidwerke, und wenn wir eben Mais auch Mais ansehen, dann brauchen wir auch eben ein Maisgebiss. Also das heißt, da müssen wir locker mit 500.000 bis 600.000 rechnen, müssen wir mal sehen. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Job erstellen, Kuhstall mit Fütterungsroboter, natürlich die Milch, Johnson Farmers. So, ab die Post. Und ich, okay, also, jetzt tut sich was. Okay, dann gehen wir hier in unseren Deutz. Und mit dem bringen wir jetzt mal unser Mehl weg. Ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Ach ja, und wir haben neben dem Drescher müssen wir ja noch eine Einzelkorn-Sämaschine besorgen, und da müssen wir dann auch mal schauen, ob eine Direktsaatmaschine, meistens gibt es die eben entweder als Direktsaatmaschine, aber ohne Düngefunktion, oder dann halt eben mit Düngefunktion, aber dann haben wir keine Direktsaatmaschine. Okay, hier haben wir das Mehl, und dann schauen wir mal, wo wir hier jetzt das Mehl am besten verkaufen.
Ja, beim Restaurant, das ist ja eigentlich nur so gerade mal um die Ecke. Sehr schön. Ja, es hört langsam auf zu schneien. So, jetzt müssen wir noch mal schauen. Ah, stopp. Ich glaube, hier müssen wir rein. Okay. Ja, der Anhänger ist extrem lang. Muss man ein bisschen aufpassen hier beim Rangieren. So. Okay. Und überladen starten. Und da seht ihr auch, wir haben 19.000 bekommen. Ich glaube, na, so sieht man es einigermaßen. 19.000 für die Produkte und der Umweltbonus beträgt 2.632. Und das liegt ja eben daran, dass wir hier unten, wie ihr seht, Umweltbonus, wir sind bei 96, Wert 96 Punkte. Und der Umweltbonus steigert unseren Verkaufspreis um 14%. Also das sind jetzt diese etwas mehr als 2.000 Euro gewesen. Okay. Dann holen wir mal die nächste Ladung. Die nächste Ladung, die haben wir in dem anderen Anhänger. Und dann schauen wir mal, wie wir das da umgeladen bekommen. Weil mit dem gibt es immer so ein bisschen ein kleines Problem. Aber wir werden es gelöst bekommen. So, dann hier wieder zurück auf den Hof. So, Eier haben wir jetzt hier zwei, eine Palette. Ja, das lohnt sich eigentlich noch nicht, die zu verkaufen. Dann werden wir jetzt den Hänger erstmal unterstellen. So, abgekoppelt. Und dann werfen wir mal ganz kurz einen Blick. Ah ja, da kommt er an. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, hoffentlich doch nicht gegen den Blumentopf fahren. So, das müsste jetzt links rumgehen. Und dann jetzt wieder rechts rum. Und hier sollte eigentlich die Verkaufsstation sein. So, was bekommen wir jetzt für unsere Milch? Und interessant wird sein, ob wir auch bei der Milch einen entsprechenden Ertragsbonus bekommen. Ja, tatsächlich. Also hier 20.000 und auch wieder der Umweltbewertungsbonus 2.792 Euro extra. Naja, okay. Gehen wir wieder zu unserem Deutz. So. Und da haben wir ja diesen anderen Anhänger. Da haben wir auch schon diverse Mehlpaletten. Und wenn wir gerade hier an der Ecke sind, dann zeige ich euch noch ganz kurz. Also hier haben wir für unseren Honig den Spawnplatz für unsere Honigpaletten. Und dann habe ich mal hier diese kleine Hütte, weil diese Hütte, die hilft uns dann zu steuern, ob wir dann eben den Honig direkt verkaufen von hier, ob wir den sammeln oder einlagern. Also oder dass der halt eben verteilt wird an die entsprechenden weiteren Produktionsschritte oder ja, Produktionen. Aber wir werden jetzt mal den Honig direkt verkaufen, sobald welcher produziert wird. Im Moment ist das hier nicht der Fall. Also da bin ich auch mal gespannt, ob das funktioniert. Auf jeden Fall, hier haben wir unseren kleinen Honigplatz. So, ich glaube, hier haben wir noch ein bisschen Platz. 19.000, eine Palette müsste jetzt noch reinpassen. Jetzt ist er voll.
Und dann fahren wir mal mit dem Anhänger wieder zum Restaurant und schauen mal, ob wir das hier ordentlich verkauft bekommen. So, zu schneien hat es jetzt aufgehört. Die Scheibenwischer funktionieren nicht mehr, beziehungsweise laufen nicht mehr. Funktionieren werden sie mit Sicherheit, aber laufen jetzt nicht mehr. So, bewölkt. Und immer ein bisschen vorsichtig. Ich verpasse jedes Mal hier die Einfahrt. Okay. So, jetzt fahren wir mal hier rum. So, überladen. Achso, er macht schon was. Okay. Tür öffnen. Ah ja. Sehr gut. Ja, und auch hier unser Umweltbonus. Sehr schön. Dann schließen wir die Tür. Und dann müssten wir eigentlich auch schon mit dem Mehlverkauf fertig sein. Mehr Mehl hatten wir jetzt nicht. Wie gesagt, die Eier werden wir jetzt nicht verkaufen. Da werden wir noch welche sammeln. Das tut jetzt im Moment keine Not. Und dann schauen wir mal, ob unser Milchtraktor in der Zwischenzeit zurückgekommen ist. So. Den Anhänger stellen wir wieder hier hin und dann können wir da sehr schön die Paletten wieder aufladen. So, irgendwo höre ich was. Ah ja, okay, unser Fendt ist wieder da. So, dann schauen wir mal, ob er jetzt beim zweiten Mal den Weg aus dem Hof heraus findet. Also richtig rangefahren ist er ja schon mal. So, Klappe zu. Gibt er auch Gas? Hm. Das ist schade. Naja, das scheint nicht zu funktionieren. Okay, wir probieren mal Folgendes. So, wieder ins Helfermenü. Und zwar Job abbrechen. Ins Helfermenü und... Na. So, Job erstellen und jetzt fahren wir einfach mal Milch, nicht zu Johnson, sondern vielleicht hilft das ja. So, wo war das? Bauernmarkt. Okay, Job starten. Nee, keine Chance. Dann fahren wir mal ein kleines bisschen vor, ob das hilft. Aus irgendeinem Grund macht er immer hier zuerst die Gülle. Okay. Ah ja. Okay. Er wendet. Naja, und wenn er in den Hof gefunden hat, wird er ja hoffentlich auch diesmal aus dem Hof finden. Naja, fährt also ziemlich scheps durch die Gegend hier. Oh je, oh je. Okay. Ah ja, dann fährt er jetzt hier rum und da kommt er auch um die Kurve. Sehr schön. Ja, und mit diesen Bildern darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken und auch gleichzeitig verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß und es war vielleicht auch das ein oder andere interessante Neues für euch dabei. Ich, der Badenfarmer, bedanke mich recht herzlich und sage Tschüss, Ciao, Cheerio!